Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Es ist wieder mal Sonntag, schönes Wetter und ich habe wieder mal Zeit. Und deswegen werde ich jetzt unser zweites Elektroauto mal auf Reichweite fahren, nämlich unsere Renault Zoe. Das ist die Zoe mit dem kleinen Akku, 22 Kilowattstunden. Die ist bei uns eigentlich nur für den Stadtverkehr da. Das heißt, meine Frau fährt mit dem Auto zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Schule, zum Sport, wo auch immer hin in der Stadt. Wir laden das Auto so einmal die Woche, meistens am Freitag, wenn sie shoppen ist in der Stadt. Dann schließen wir das Auto an die Ladesäule an und innerhalb von einer Stunde mit 22 kW, das kann die Zoe nämlich laden mit AC, ist das Auto wieder voll. Super praktisch. Für unseren Bedarf völlig ausreichend. Das heißt, wir fahren so ungefähr 700 Kilometer im Monat, 750 Kilometer im Monat. Deswegen haben wir für das Auto auch nur diesen kleinen Batteriemietvertrag, also den günstigsten. Damit zahlen wir 59 Euro im Monat und Tankkosten bzw. Stromkosten haben wir mit dem Auto so gut wie gar keine, weil wir dieses Einmalladen pro Woche tatsächlich zu 90% an der kostenlosen Ladesäule in der Bremer Innenstadt vollziehen, die dann zu unserem Glück eigentlich freitags, wenn meine Frau in die Stadt geht, immer frei ist. Ansonsten laden wir das Auto an SWB-Ladesäulen, wenn es denn mal sein muss. Da haben wir die 12,50 Euro Flatrate. Oder wenn es knapp werden sollte, im Winter vielleicht mal, dann zu Hause über unsere Photovoltaikanlage. Auch jetzt ist das Auto zu 100% vollgeladen über unsere Photovoltaikanlage. Das heißt absolut 100% Ökostrom vom eigenen Dach. Das Auto hing länger dran, möglichst geringe Ladeleistung und hat jetzt 100%. Sage und schreibe eine Reichweite von 182 Kilometer steht auf der Anzeige. Und in der Regel ist diese Anzeige doch recht genau. Also im Moment, wenn der Akku 100% voll ist, ist noch eine kleine Abweichung da. Aber wenn man so bei 80-70% ist, dann stimmt die Kilometerangabe fast auf den Kilometer genau, zumindest in der Stadt. Und jetzt fahre ich das Auto auf die Autobahn, denn Autobahn fährt die Zoe so gut wie nie. Und man sagt ihr ja nach, sie hat einen schlechten CW-Wert bei höheren Geschwindigkeiten, macht er sich sehr negativ bemerkbar. Und ich werde mal versuchen zu schauen, wie weit ich mit der Zoe auf der Autobahn komme. Dazu werde ich heute von Bremen nach Bremerhaven und zurückfahren. Das sind ungefähr 140 Kilometer. Und bei einer angezeigten Reichweite von 182 Kilometer sollte das eigentlich drin sein. Wir werden es mal abwarten. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird spannend. Der aktuelle Durchschnittsverbrauch auf den letzten 1054 Kilometern liegt mit der Zoe bei 12,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist eigentlich ein normaler Wert in der Stadt. Wir haben jetzt ja auch Sommer gehabt, das heißt, die Temperaturen lagen in der Regel über 20 Grad. Auch heute liegen sie, glaube ich, über 20 Grad. Ich muss gleich mal gucken, wie warm es ist. Und jetzt werde ich das Ganze mal resetten, um zu gucken, wie der Verbrauch auf der Autobahn sich darstellt. Also alles ist auf Null. Und gleich geht's los. Gefahren haben wir mit dem Auto übrigens insgesamt fast 80.000 Kilometer, wie ihr seht. Und jetzt ist was zu beobachten, was ganz interessant ist. Ich habe den Wagen vor 2 Minuten angeschaltet und die Reichweitenanzeige hat sich von 182 Kilometer auf 164 Kilometer verringert. Und zwar deswegen, weil ich den Bordcomputer zurückgesetzt habe. Die 182 Kilometer waren sozusagen der errechnete Wert aufgrund der Fahrweise der letzten 1000 Kilometer. Und die habe ich jetzt sozusagen genullt, also diesen errechneten Wert. Und jetzt nimmt er einen Wert, den er, wo auch immer er den her hat, die 164 Kilometer. Das heißt, 140 Kilometer fahre ich, 164 Kilometer wird aktuell angezeigt. Ich bin gespannt, ob ich auch wirklich zurückkomme oder ob ich unterwegs irgendwo notladen muss. Naja, werden wir sehen. Ich fahre jetzt erstmal los. So, im Moment fahren wir hier mit Tempo 30 durch die 30er-Zone und der Startverbrauch liegt jetzt irgendwie bei 16,7 Kilowattstunden auf 100. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen schauen. Das wird dann sehr knapp. Also 161 Kilometer Reichweite, obwohl ich erst 2 Kilometer gefahren bin, 1 Kilometer schon weniger. Mal gucken.
Auf der Autobahn wird es besonders spannend, da werde ich auch den Eco-Mode nicht verlassen. Das heißt, ich kann sowieso nur maximal 94 km/h fahren, weil man mit dem Eco-Modus, den ich bei dem Auto eigentlich grundsätzlich anhabe, kann man nie schneller als 94 fahren. Das ist die maximale Geschwindigkeit. Und wenn ich den Eco-Modus ausschalte, dann kommt der Wagen maximal bis 140 km/h. Dann wird er abgeregelt. Autobahnzubringer. Ich habe die Klimaanlage jetzt ausgeschaltet, weil die doch bei der Zoe doch schon einen relevanten Verbrauch hat bei dem kleinen Akku. Wir haben es draußen gerade 18 Grad, die Sonne scheint, aber der Wagen wird natürlich innen ein bisschen wärmer. Aber ich glaube, das kann man ohne Klimaanlage ganz gut aushalten. Zum Glück ist der Akku nicht so groß, da werde ich auch jetzt nicht 5 Stunden unterwegs sein wie mit dem Tesla letztens, sondern also ich denke mal maximal 2 Stunden, dann ist der Akku eh leer. Wahrscheinlich wird es, wenn ich Pech habe, muss ich irgendwo Notladen anhalten und dann schaffe ich die Strecke nicht. Also mein Tipp ist, ich schaffe die Strecke nicht von Bremerhaven hin und zurück. Aber ich werde es versuchen. Maximal Tempo 94, wahrscheinlich eher ein bisschen drunter. Wenn ich einen LKW finde oder irgendwie ein Wohnmobil, klemme ich mich dahinter. Das sollte viel bringen, gerade bei der Zoe hier. So, gleich geht's auf die Autobahn. Unterwegs und haben 120 Kilometer Restreichweite. Insgesamt knapp 3,5 Kilowattstunden verbraucht. Durchschnittsverbrauch 15,9 Kilowattstunden. Tempo 94 konstant bei Tempomat. Ja, 15,8 Kilowattstunden, es geht noch ein bisschen runter. Also es wird eine knappe Kiste. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Geht so ein bisschen die Düse hier. Reichweitenangst. Ja, die Zoe hat zwar ein Tempomat, den habe ich jetzt eingestellt auf 94, aber der ist nicht adaptiv und ein Spurhalteassistent hat sie auch nicht. Das heißt, ja, ich muss von Hand lenken, Autopilot ist nicht. Und ich muss gucken, natürlich aufpassen, dass ich auch bremse, wenn vor mir einer bremst, weil der Wagen macht das nicht von alleine. Ja, das Doofe ist, es gibt hier so gut wie keine langsameren LKWs auf der Straße gerade oder Wohnmobile oder sonstige Wagen, die mir Windschatten bieten könnten. Da kann ich mich halt so nirgendwo dahinter klemmen und nirgendwo Energie sparen. Das heißt, ich fahre hier meinen Stiefel runter mit 94 km/h. Alle überholen mich, aber gut, wenn ich so langsam fahre, ist das ja auch kein Wunder. Wobei ich vorhin einen überholt habe, der fuhr nur 80. Weiß ich auch nicht, was der vorhatte, war aber ein Verbrenner. Naja, ich muss jetzt so weiterfahren. Die Reichweite sinkt und sinkt und sinkt. Also die sinkt schneller, als ich Kilometer wegfahre hier. Habe ich bei der Zoe eigentlich auch erwartet. Hauptsache, das Verhältnis pendelt sich irgendwann so ein, dass die Reichweite nicht schneller sinkt, als ich noch Restkilometer habe. Mal gucken. So, Abfahrt Bremerhaven Zentrum, da geht's jetzt raus für mich. Wir haben jetzt 61 Kilometer hinter uns und eine Restreichweite von 81 Kilometer. Also die 60, 62 Kilometer zurück werde ich auf jeden Fall schaffen. So viel steht fest. Bin nur mal gespannt am Ende, was dann noch für eine Restreichweite übrig bleibt und wie der Gesamtverbrauch sich dann einpendelt. Also 14,5, das ist jetzt ja fast der gleiche Wert, den ich mit dem Tesla hatte. 14,2, glaube ich, waren es da. Und wenn man bedenkt, das ist ja nun ein ganz anderes Auto als die Zoe. Und die Geschwindigkeit war dann ungefähr gleich. Also ich habe jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 75 km/h gefahren. Bin aber eigentlich Tempomat zwischen 92 und 94 gefahren. So, hier fahre ich jetzt mal raus und mache dann die Wende. So, jetzt stehe ich
direkt an der Ampel von der genau der Hälfte der Strecke. Das sind jetzt 64 Kilometer, ganz genau. Und habe 9 Kilowattstunden Gesamtverbrauch. Eine Restreichweite von 78 Kilometer. Das heißt, wenn die Anzeigen sich jetzt nicht noch weiter unterscheiden, dann habe ich am Ende irgendwie 14 Kilometer Restreichweite, wenn ich zu Hause bin. So ein bisschen ungutes Gefühl habe ich natürlich, weil ich weiß, dass diese Kilometeranzeige noch nicht ganz genau ist. Je weniger Kilometer angezeigt werden, desto genauer wird sie zwar. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Aber können noch ein paar Kilometer Abweichung dabei sein. Aber ich bin trotzdem doch ganz optimistisch, dass diese 14 Kilometer, die ich jetzt irgendwie noch Puffer habe, sage ich mal, dass die ausreichen werden, damit ich nicht liegen bleibe. Ist auf jeden Fall eine spannende Kiste. Ich fühle mich jetzt hier mit der Zoe definitiv unsicherer als mit dem Tesla, weil ich den besser kenne. Da weiß ich, wie ich mich auf die Anzeige verlassen kann. Bei der Zoe weiß ich es nicht ganz genau. Aber ich glaube mal an das Gute im Auto. So, jetzt geht es wieder auf die Bahn. So, nochmal 64 Kilometer vor mir. 77 Kilometer Rest. Also, drückt mir mal die Daumen. Oh, oh, oh. 69 Kilometer Restreichweite und ich habe noch 54 Kilometer vor mir. Knappe Kiste. Hoffentlich geht das mal gut. Mein Handy hat leider gerade quasi gesagt, dass der Akku leer ist. Jetzt kann ich dann nicht mal gucken, wo die nächste Ladesäule ist. Das ist richtig bitter. Oh je. Ladekabel habe ich auch nicht mit. Also fürs Handy natürlich, fürs Auto schon. Ja, gut. Wird schon klappen. Ich habe jetzt 12 Kilowattstunden verbraucht, also mehr als die Hälfte vom Nominalwert des Akkus, wobei ich glaube, dass der Akku natürlich nicht die vollen 22 Kilowattstunden netto zur Verfügung hat fürs Fahren. Ich schätze eher mal, es sind so 19, wobei ich den Wert einfach nicht kenne. Und wenn ich mir den Batteriestand hier im Display angucke, dann habe ich jetzt ungefähr noch etwas mehr als ein Drittel, 57 Kilometer Restreichweite. Also wahrscheinlich sind es auch eher 18, die ich zur Verfügung habe. Sollte ich jetzt aber schaffen, 82 Kilometer habe ich schon gefahren und 57 Kilometer Rest, also 140 ungefähr, scheint er dann wirklich zu kommen. Bleibt dann also noch ein paar Kilometer über, wenn ich zu Hause bin. Na gut, noch ist nicht aller Tage Abend. Genau 100 Kilometer gefahren jetzt, habe noch 38 Kilometer Rest. Das bedeutet, dass ich jetzt noch 28 Kilometer vor mir habe und wenn ich zu Hause bin, 10 Kilometer Restreichweite haben sollte. Wir befinden uns jetzt im untersten Viertel der Energieanzeige, das heißt, das sollte auch sehr genau sein. Also meine Prognose, wenn ich zu Hause bin, 10 Kilometer Restreichweite. Schauen wir uns mal an gleich, ob das auch wirklich eintrifft. Bin gespannt. Hab noch ungefähr eine Viertelstunde zu fahren. 14,7 Kilowattstunden ist der Durchschnittsverbrauch und habe 14 Kilowattstunden laut dieser Anzeige jetzt auch verbraucht. Passt natürlich dann auch zusammen. Und wenn ich das so sehe, mehr als 4 Kilowattstunden habe ich auf keinen Fall noch im Akku. Ja, also es wird eng, aber es wird nicht kritisch. Erstaunlicherweise bin ich nicht mal der Langsamste hier mit meinen 94. Ich habe gerade ein paar Autos überholt, die sind noch langsamer gefahren hier auf der A27. Also ja, Sonntag, haben halt nicht alle Leute es eilig. Ne? Das ist mein Aktionsradius im Moment und ihr seht, wo das Haus ist. Also wird knapp, komme ich gerade so hin. Kilometer Rest und habe noch ungefähr 10 Kilometer vor mir.
wird ja doch noch ein bisschen besser als gedacht tatsächlich. Es ist aber so, dass hier auch alle sehr langsam fahren. Ich fahre jetzt gerade mal 80, aber ich überhole jetzt. Jo. Ist der Durchschnittsverbrauch noch wieder ein bisschen gesunken, 14,4 Kilowattstunden. Habe jetzt 17 Kilowattstunden verbraucht. Könnten vielleicht doch knapp an die 19 netto sein. Könnte sein. Reichweitenanzeige am Anfang gesunken ist, so langsam sinkt sie jetzt wirklich kurz vor Schluss. Also ich bin jetzt hier schon seit mehreren Kilometern auf 21 Kilometer Restreichweite. Ab 125 fast jetzt gefahren. Das heißt, dann sind es jetzt doch 146 Kilometer Rest. Und ich bin eigentlich gleich zu Hause, also von wegen 10 Kilometer, wenn ich zu Hause bin. Nein, es sind eher so 18 Kilometer. Hat also am Ende dann noch so ein relativ persönliches Reichweitenfazit gegeben, also doch schon mehr als am Anfang noch gedacht, weil er einfach am Ende immer mehr genauer rechnet und dann sinkt die Reichweite. Jetzt habe ich sogar wieder einen Kilometer gewonnen, jetzt bin ich schon wieder bei 22 Kilometer Rest, weil ich nämlich Gas weggenommen habe, also Strom weggenommen habe und er rekuperiert gerade vor einer Ampel, hat er einen Kilometer mehr als gerade eben noch. So, ich bin jetzt gleich zu Hause und dann schließe ich den Wagen an. Er hat es verdient. Habe jetzt 17 Kilowattstunden entnommen und gleich werde ich dann noch ein Fazit machen. Ja, jetzt zeigt er bei 20 Kilometer Rest auch die Reserveleuchte an und alles ist gelb, aber völlig entspannt. Ich bin nämlich jetzt zu Hause und schließe mich jetzt erstmal an. So, was haben wir denn jetzt erreicht? Wir sind gefahren 129 Kilometer und haben noch eine Restreichweite von 20 Kilometer gehabt. Das heißt, wir kommen auf der Autobahn bei sehr langsamer und sparsamer Fahrweise mit dieser Zoe 149 Kilometer. Das ist sehr respektabel. Ich hatte ein bisschen Angst zwischendurch, habt ihr vielleicht gemerkt, weil ich den Akku nicht kenne. Und der Akku hat wohl eine Nettokapazität von 19 Kilowattstunden, bei nominal 22 Kilowattstunden. Das heißt also, ich habe einen Durchschnittsverbrauch gehabt von jetzt am Schluss 14,2, weil ich noch 2 Kilometer Stadtverkehr hatte. Und ich habe 1 Kilowattstunden insgesamt rekuperiert, zeigt er mir an. Durchschnittstempo war 76,8 Kilometer pro Stunde. So, das sind also die Zahlen. Und ich muss zugeben, ich bin damit sehr zufrieden. Also, dass die Zoe doch auf der Autobahn so weit kommt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hatte gedacht, es wird knapper oder es geht sogar gar nicht und ich muss in Bremerhaven schon mal zwischenladen. Das überrascht mich ein bisschen, finde ich super. Und die Zoe mit dem größeren Akku, also den 40 Kilowattstunden, die müsste dann ja eigentlich auch so um die 290, 300 vielleicht Kilometer auf der Autobahn kommen. Das sieht aber ganz anders aus und das weiß ich ganz genau bei dieser Zoe, wenn ich schneller fahre. Das heißt, alles über 110, 120, das geht gar nicht. Also da, wenn ich den Test dann vielleicht nochmal mache irgendwann, dann werde ich wahrscheinlich noch nicht mal 2/3 von der Strecke kommen, weil da ist der Verbrauch doch sehr hoch und da sinkt einfach die Kilometer Restreichweite, also mit jedem Kilometer sinkt sie fast um 2 Kilometer. Das ist leider so, CW-Wert sei Dank. Bei langsamer Fahrweise und im Eco-Modus, habt ihr jetzt gerade gesehen, ist die Reichweite durchaus gut. Aber kein Mensch möchte natürlich irgendwie 2 Stunden oder 1,5 Stunden so auf der Autobahn fahren. Aber wenn man muss, dann kann man. Es geht. Das war also mein Test mit der Zoe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, genauso wie das Video mit dem Tesla. Und ihr gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal. Schreibt Kommentare dazu, besonders Zoe-Fahrer. Und ich wünsche euch alles Gute, schönes Wochenende noch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.